Welches ist eigentlich das beste Betriebssystem für Entwicklerinnen und Entwickler? Eine Antwort auf diese Frage zu geben ist relativ leicht, denn das beste Betriebssystem ist macOS. Ja, und wenn dir das Video heute gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und okay, vielleicht ist die Antwort doch nicht ganz so einfach. Und vielleicht muss man doch ein bisschen ausführlicher über diese Frage sprechen. Und ich gehe stark davon aus, dass du dir diese Frage in der Vergangenheit schon mehrfach gestellt hast oder dass du von anderen regelmäßig nach deiner Meinung zu diesem Thema gefragt wirst. Daher haben wir uns gedacht, machen wir doch einmal ein Video zu diesem Thema und in diesem Sinne hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Weekly. Tja, was ist das beste Betriebssystem? Diese Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, denn die Antwort hängt ja erst einmal ganz stark davon ab, wie man das Wort Beste definiert. Also woran bemisst sich denn die Güte eines Betriebssystems? Gibt es dafür objektive Kriterien? Das wäre natürlich sehr schön, aber dafür müsste man sich als erstes ja einmal überlegen, welche Kriterien das überhaupt sind. Und das ist nicht so ganz einfach. Und als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, kommt erschwerend auch noch hinzu, dass man selbst ja mit irgendeinem System arbeitet und das ja meistens auch nicht erst seit gestern. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, hier eine objektive Wertung hineinzubringen, weil man die Kriterien im Grunde genommen schon subjektiv dadurch beeinflusst, was man kennt und was man unter Umständen seit Jahren gewohnt ist. Relativ offenkundig ist aber auch, dass es nicht das eine beste Betriebssystem schlechthin gibt. Ansonsten wäre anzunehmen, dass sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte eines der Betriebssysteme als klarer Favorit bei den Entwicklerinnen und Entwicklern herauskristallisiert hätte. Und das hat es eben nicht. Und insofern fangen wir mal an und versuchen, uns dem Ganzen halbwegs systematisch zu nähern. Weil ich ja eben schon gesagt habe, dass es sehr schwierig ist, objektive Kriterien zu benennen, ohne sie durch die eigene subjektive Erfahrung zu verfälschen, halte ich es für wichtig, als erstes einmal kurz zu erklären, welchen technischen Hintergrund ich an der Stelle selbst habe. Mein erster Kontakt mit einem Betriebssystem war MS-DOS in der Version 3.3. Das heißt, mein erster Kontakt mit Computern überhaupt war auf der Kommandozeile. Eine grafische Oberfläche kannte ich nicht. Das wäre auf dem damaligen PC meiner Eltern auch nicht lauffähig gewesen. Und ich bin dann erst einmal mit den einzelnen Versionen von MS-DOS groß geworden. Die 4.0 habe ich übersprungen, aber MS-DOS 5.0 und schließlich auch die 6.2 bin ich dann wieder mitgegangen. Irgendwann kam dann Windows 3.1 dazu. Das war ja damals noch ein Aufsatz auf MS-DOS, den man wie eine Anwendung von Hand starten musste. Und 5 Jahre nach meinem ersten Kontakt mit Computern kam dann der große Wechsel zu Windows 95. Das war für mich dann das erste 32-Bit-Betriebssystem. Windows 98 habe ich wieder übersprungen und danach kam dann Windows NT 4. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und dann schließlich Windows 7. Und irgendwann zwischendurch hatte ich auch mal eine Weile den Versuch gemacht, mich mit Linux anzufreunden. Ich habe es auch eine Weile verwendet, bin aber am Ende immer wieder bei Windows gelandet. Und das war nicht zuletzt, weil ich mich seit der ersten Beta von .NET 1.0 sehr viel mit C# und .NET beschäftigt habe. Und das ging damals eben nur unter Windows. Übrigens, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie ich Entwickler geworden bin, dann gibt es dazu ein passendes Video und den Link dazu, den findest du hier oben in der Infocard. Tja, und da ich mich primär immer mit Webtechnologien auf dem Server befasst habe, also in diesem Fall auf der Basis von ASP.NET, stand Windows auch lange Zeit gar nicht zur Debatte. Im Lauf der Jahre fand ich .NET und vor allem ASP.NET dann aber zunehmend langweilig. Und dann kamen in den Jahren 2010, 2011, 2012, so um den Dreh rum, ein paar Sachen zusammen. Zum einen kam Windows 8 auf den Markt, mit dessen Designsprache ich mich überhaupt nicht anfreunden konnte. Zum zweiten war ich sehr enttäuscht von Windows Phone. Zum dritten hatte ich sehr großen Ärger mit meinem damaligen PC, wo sich der Hersteller, den ich an der Stelle jetzt nicht namentlich nennen möchte, aber trotz Supportvertrag echt schlecht angestellt hat. Und weil ich mich öffentlich negativ über Windows 8, Windows Phone und so weiter geäußert habe, gab es außerdem auch einen Rüffel von Microsoft. Ich war damals nämlich in deren MVP-Programm und es hat ihnen nicht so recht gefallen, dass ich meine Kritik an Windows und Co. halt nicht für mich behalten habe. Nun ja. Langer Rede, kurzer Sinn, ich bin dann ziemlich über Nacht von .NET auf Node umgestiegen, brauchte daher auch kein Visual Studio mehr, brauchte dementsprechend kein Windows und damit auch keinen PC mehr und bin dann eher durch Zufall beim Mac gelandet und arbeite seitdem nun mit macOS. Das ist jetzt wie gesagt rund 10 Jahre her und inzwischen entwickle ich mit Node und mit Go, aber immer noch eben auf dem Mac. Also von daher kenne ich alle drei Welten, Windows, Linux und macOS, wobei mein Wissen über Linux mit Abstand am schlechtesten ausfällt
Und natürlich kenne ich Windows 11 jetzt nicht im Detail, aber im Folgenden werde ich auch nicht auf ganz konkrete einzelne Features eingehen, sondern eher versuchen, die Betriebssysteme grundsätzlich und von ihren Paradigmen her zu charakterisieren. Und da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert in den vergangenen 10 bis 20 Jahren. Falls du übrigens mehr darüber wissen möchtest, warum wir unser Portfolio um Go ergänzt haben, weil ich das ja eben mal erwähnt habe, auch dazu findest du ein Video hier oben in der Infocard. Bevor wir nun zu den Details der Paradigmen der einzelnen Betriebssysteme kommen, möchte ich vorher noch einen wesentlichen Punkt ansprechen, der dir alle weiteren Überlegungen eventuell schon abnimmt. Und zwar gibt es eine Reihe von Technologien, die dich praktisch an ein bestimmtes Betriebssystem binden. Und falls du einen solchen Fall mit einer Technologie hast, dann hat sich die Frage nach dem besten Betriebssystem für dich ohnehin erübrigt, denn dann nimmst du nicht das, was am besten ist, sondern das, womit du die Aufgabe erledigen kannst. Ein typisches Beispiel hierfür ist macOS. Wenn du Software für iOS entwickeln möchtest, dann kommst du um einen Mac mit macOS praktisch nicht herum. Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich viele Jahre mit .NET und C# entwickelt habe und das war im Prinzip das gleiche in grün. .NET stand über Jahre hinweg nur für Windows zur Verfügung. Insofern hatte sich die Frage nach Alternativen für mich auch einfach nicht gestellt. Zum Glück sind das aber nicht so viele Technologien, für die das so gilt. Aber wenn du mit einer entsprechenden Technologie arbeitest, die halt nur für ein ganz bestimmtes Betriebssystem zur Verfügung steht oder wo die geeigneten Werkzeuge nur für ein ganz bestimmtes Betriebssystem zur Verfügung stehen, dann hat sich, wie gesagt, jegliche weitere Überlegung in der Regel ohnehin schon erübrigt. Nun könnte man ja vermuten, dass das bei den Web- und Cloud-Technologien etwas anders aussieht. Immerhin ist das Web ja gerade ein Paradebeispiel für technologische Vielfalt. Aber auch hier gibt oder gab es in der Praxis ganz lapidare Probleme mit dem einen oder anderen Betriebssystem. In den Anfangsjahren von Node.js war es zum Beispiel kaum möglich, vernünftig unter Windows zu entwickeln, weil das Node-Modules-Verzeichnis, also das Verzeichnis, in dem Node Drittmodule speichert, rekursiv aufgebaut wurde und man damit rasch an die maximale Pfadlänge von 260 Zeichen in Windows gestoßen ist. NPM hätte das Problem damals natürlich relativ einfach beheben können. Die haben sich aber lange Zeit auf den Standpunkt gestellt, das sei ja eigentlich ein Windows-Problem und liege insofern in der Verantwortung von Microsoft. Und Microsoft soll doch bitte einfach ein vernünftiges Dateisystem bereitstellen, dann wäre das Problem ja schlagartig weg. Ganz verkehrt war die Argumentation natürlich nicht. Trotzdem ist NPM irgendwann umgeschwenkt und baut das Verzeichnis jetzt seit inzwischen doch etlichen Jahren nicht mehr rekursiv, sondern als flache Liste auf. Und Microsoft hat zum Glück ebenfalls seine Hausaufgaben gemacht und das 260-Zeichen-Limit für Verzeichnisse ist in Windows inzwischen ebenfalls Geschichte. Also insofern, es gibt schon durchaus immer mal wieder äußere Umstände, die einen dazu zwingen, ein bestimmtes Betriebssystem zu verwenden bzw. ein bestimmtes System nicht zu verwenden. Wenn wir jetzt als nächstes mal davon ausgehen, dass es keine solchen Restriktionen gibt, sondern dass man sich das System tatsächlich frei aussuchen kann, dann stellt sich endlich die Frage, nach welchen Kriterien entscheidet man das denn dann? Und ich denke, man kann die drei Betriebssysteme Windows, Linux und macOS ganz gut auf jeweils einen zentralen Aspekt herunterbrechen, nämlich auf die Frage nach der jeweiligen Kultur, dem Paradigma oder wie auch immer man das nennen möchte. Fangen wir mal mit Windows an. Die große Stärke von Windows, und das ist vor allem aus historischer Sicht so, ist seine grafische Oberfläche. Wenn man nicht möchte, muss man sich in Windows nicht mit der Kommandozeile beschäftigen. Das war von Microsoft ja ganz bewusst eine Abkehr von MS-DOS. Und das hat sich auch über viele, viele Jahre hinweg in der sehr traurigen Eingabeaufforderung gezeigt, die von ihren Fähigkeiten her einfach nur unterirdisch war. Windows gibt sich viel Mühe, für die durchschnittliche Anwenderin und den durchschnittlichen Anwender zugänglich und benutzbar zu sein. Und wenn man so will, dann ist die größte Leistung, die Microsoft mit Windows erbracht hat, eigentlich die Demokratisierung des Computers. Ein PC auf jedem Schreibtisch und in jedem Haushalt. Das war lange Zeit das Mantra von Microsoft. Und damit das funktioniert, darf ein System eben unter keinen Umständen kompliziert zu benutzen sein. Deshalb gibt es für praktisch alles in Windows eine grafische Oberfläche und das geht so weit, dass es Dinge gibt oder vielleicht auch eher gab, die sich ausschließlich über die grafische Oberfläche konfigurieren ließen. Und dieser Ansatz, der funktioniert ganz gut, zumindest so lange, wie man als Anwenderin oder als Anwender nicht auf die Idee kommt, die von Windows vorgegebenen Pfade verlassen zu wollen. Und da gibt es einiges, was bis heute nicht oder zumindest nicht auf einem offiziellen Weg möglich ist. Vor allem im Hinblick auf eher systemnahe Dienste. Das sind natürlich zugegebenermaßen jetzt auch nicht gerade die Dinge, die durchschnittliche Anwenderinnen oder durchschnittliche Anwender machen wollen, die da irgendwas ändern wollen
Und man muss außerdem auch dazu sagen, dass Windows seit inzwischen ungefähr 15 Jahren mit der PowerShell eine Eingabeaufforderung enthält, die sich, wie der Name ja bereits nahelegt, eher an professionelle Anwenderinnen und Anwender richtet, also an alle aus den Bereichen Ops, DevOps und Entwicklung. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass mit dem Windows Subsystem for Linux, kurz WSL, inzwischen auch eine sehr interessante integrierte Option zur Verfügung steht, um Linux-basierte Software nativ unter Windows ausführen zu können. Das ist etwas, was in der Vergangenheit, also es gab dann so ein paar Pendants, die eher schlecht als recht unter Windows zur Verfügung standen, also mit WSL deutlich besser geworden. Trotzdem gibt es natürlich nach wie vor Dinge unter Windows, die lästig sind und nerven. Und eine dieser Sachen sind die selbst unter Windows 11 noch relativ häufigen Neustarts, zum Beispiel bei Updates. Das ist so da einer der Punkte, die mir in der jüngeren Vergangenheit als sehr negativ aufgefallen sind. Und Windows ist natürlich auch aufgrund der hohen Verbreitung ein bevorzugtes Angriffsziel. Das liegt aber erstmal weniger an Windows an sich, beziehungsweise Microsoft hat in den vergangenen 20 Jahren doch auch sehr viel dazugelernt, was Security angeht, sondern das ist einfach logisch, dass sich aus Sicht von Angreifern und Angreiferinnen halt eher lohnt, ein System anzuvisieren, das eine sehr hohe Verbreitung am Markt hat. Demgegenüber steht wohl Linux. Linux ist das genaue Gegenteil. Auch wenn seit zig Jahren jedes Jahr aufs Neue behauptet wird, dass dieses Jahr aber ganz sicher das Jahr von Linux auf dem Desktop sei, wirklich durchgesetzt hat es sich bei den Endanwenderinnen und Anwendern wohl eher nicht. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Linux haftet nach wie vor der Ruf an, kompliziert zu sein. Und einiges ist auch tatsächlich aufwendiger oder erfordert zumindest deutlich bessere Systemkenntnisse als bei Windows. Das fängt schon bei der grafischen Oberfläche an, wo es keinen wirklichen Standard gibt, sondern mal mindestens die beiden großen Platzhirsche GNOME und KDE Plasma. Das geht bei der Paketverwaltung weiter, die je nach Distribution anders funktioniert und mit anderen Werkzeugen arbeitet. Das geht weiter bei der Installation von Treibern und. Das heißt, wer mit Linux arbeiten möchte, muss sich viel eher darauf einstellen, sich tiefgehender mit dem System auseinandersetzen zu müssen. Das Ganze bietet aber auch einen riesigen Vorteil, denn Linux lässt sich ohne weiteres bis ins letzte Detail an die persönlichen Anforderungen anpassen. Dass dazu häufig der Griff zur Kommandozeile erforderlich ist, ist an der Stelle dann eigentlich sogar gar kein Fluch, sondern eher ein Segen. Es erleichtert nämlich den Zugang zu den Konfigurationseinstellungen deutlich. Es lässt sich besser skripten. Dinge lassen sich daher viel einfacher und besser automatisieren. Und vor allem lernt man einen ganz anderen, nämlich einen viel grundlegenderen Umgang mit dem System als bei Windows. Eben einfach deshalb, weil man den vorgegebenen Pfad viel früher verlässt oder sogar verlassen muss, um sich das System an die eigene Arbeitsweise anzupassen. Und gerade im Web und in der Cloud hat man mit Linux natürlich auch den riesigen, enormen Vorteil, dass viele Dienste im Internet auf Linux basieren und daher Werkzeuge tendenziell häufig früher oder überhaupt eher für Linux zur Verfügung stehen als für Windows. Eines der prominentesten Beispiele der vergangenen 10 Jahre dürfte hier Docker sein, was auf Technologien des Linux-Kernels basiert und was unter Windows erstmal einfach so nicht ausführbar war. Es hat erstmal größere Änderungen im System bedurft, bis so etwas wie Docker für Windows mit Windows-Containern überhaupt möglich war. Ganz unabhängig von der technischen Seite kommt auch noch hinzu, dass hinter Linux ein ganz anderes Modell im Hinblick auf den Umgang mit Software an sich steht. Linux ist nicht nur Open Source, sondern freie Software. Wenn dir der Unterschied zwischen den Begriffen nicht so ganz klar ist, dann schau dir nochmal unser Video zu Open Source im Allgemeinen an. Den Link dazu, den findest du hier oben in der Infocard. Es wird nämlich seit jeher von einer Community entwickelt und die Idee des freien, gemeinsamen und konstruktiven Miteinanders ist eine ganz andere Weltanschauung als bei Windows, womit Microsoft halt ein zentrales, gewinnorientiertes Unternehmen dahinter steht. Das heißt, zu einem gewissen Grad ist die Frage nach der Wahl zwischen Windows und Linux für nicht wenige Entwicklerinnen und Entwickler auch eine Frage der Überzeugung, des eigenen Weltbildes, der Philosophie, vielleicht auch ein bisschen die Frage nach einer idealen Welt gegenüber einer eher pragmatischen Haltung. Ich will das an der Stelle gar nicht bewerten, sondern nur festhalten, dass das durchaus für die eine oder den anderen eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen mag. Tja, und dann gibt es noch macOS. Wie auch Windows, wenn nicht noch viel mehr, zielt macOS auf Einfachheit und eine intuitive Benutzbarkeit ab. Die Grundidee von Apple, nicht nur bei macOS, sondern generell bei all ihren Produkten ist It just works. Das heißt, du als Anwenderin oder als Anwender solltest dich überhaupt nicht damit auseinandersetzen müssen, wie das System funktioniert, sondern es funktioniert, um mal in der Apple-Sprache zu bleiben, auf magische Weise. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Gleichzeitig basiert macOS im Kern aber auf einem Unixoiden-System,
Das ist zwar nicht Linux, aber es ist BSD-Unix. Und das macht sich daran bemerkbar, dass sich macOS, wenn man auf die Kommandozeile wechselt, viel eher wie Linux als wie ein Windows anfühlt. Die Verwandtschaft zwischen macOS und Linux aufgrund der historischen Wurzeln in Unix sind wohl kaum übersehbar. Zwar lässt sich in macOS nicht alles so frei konfigurieren wie in Linux, trotzdem ist vieles zugänglicher als in Windows und vor allem ist der Aufwand, eine Software, die für Linux entwickelt wurde, unter macOS ans Laufen zu bringen, deutlich geringer als der, das unter Windows zu tun. Das heißt, macOS vereint sozusagen die einfache und ansprechende grafische Oberfläche mit einer mächtigen Unix-artigen Kommandozeile. Und vieles, was in Windows nervt und lästig ist, löst macOS auf eine andere Art. Und da komme ich nun nochmal auf das Magisch zurück, was ich eben angesprochen habe. Vieles funktioniert nämlich tatsächlich sehr viel einfacher und mit weniger Aufwand als in Windows. Einiges ist aber auch bei macOS eher schlecht umgesetzt. Eines meiner ganz persönlichen Lieblingsfeatures ist zum Beispiel AirDrop, wo man vom Betriebssystem aus Dateien mit anderen Apple-Geräten austauschen kann. Von Mac zu Mac, vom Mac zum iPhone, vom iPhone zum iPad, vom iPhone zum Mac und so weiter, falls es denn funktioniert. Es gibt nämlich Konstellationen, die laufen sehr stabil und es gibt Konstellationen, die bekommt man einfach überhaupt nicht ans Laufen, weil sich die Geräte nicht finden, weil die Verbindung während der Übertragung mittendrin einfach willkürlich abreißt und so weiter. Und das ist halt kein neues Problem, das ist schon seit Jahren so. Das heißt, auch beim Mac ist am Ende natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Und weil ich das eben bei Linux mit dem Weltbild und der Ideologie angesprochen habe, bei macOS begibt man sich eben sehr in die Hände von Apple. Das ganze Ökosystem ist schon sehr, sehr Apple-zentrisch aufgebaut und sehr vieles basiert eben auch darauf, dass man mit Apple-Geräten arbeitet. Wenn man das macht, dann funktioniert das meiste auch sehr gut, von ein paar Ausnahmen, wie eben mit dem Beispiel von AirDrop angesprochen, mal abgesehen. Aber man bewegt sich dann eben rein innerhalb des Apple-Ökosystems und das kann man mögen. Das kann man auch nicht mögen. Wenn man ohnehin mit iPhone, iPad und Co. unterwegs ist, dann gliedert sich ein Mac da natürlich sehr, sehr gut ein. Wenn nicht, dann macht das Ganze unterm Strich am Ende nur halb so viel Spaß. Ein ganz entscheidender Punkt ist aus meiner Sicht übrigens noch, auf welcher Hardware die jeweiligen Betriebssysteme laufen. Mit Windows ist man praktisch auf den PC festgelegt, aber es ist im Wesentlichen egal, welcher PC. Mit macOS braucht man zwingend einen Mac. Aber mit Linux hat man eine ganz andere Freiheit, generell. Linux lässt sich nämlich außer auf dem PC auch problemlos auf Kleinstcomputern, wie zum Beispiel dem Raspberry Pi, ausführen. Linux unterstützt praktisch alle möglichen und unmöglichen Prozessorarchitekturen. Linux läuft in diversen Geräten integriert, wie zum Beispiel in Routern und so weiter. Das heißt, gerade wenn man vielleicht vom klassischen Computer auch mal weg möchte, vielleicht eher in die Richtung Tinkering, IoT, Embedded und so weiter, dann wird es mit Windows und macOS tendenziell eher schwierig. Bei macOS kommt übrigens noch hinzu, dass Apple sich ja vor ungefähr 2 Jahren von der x86-Architektur von Intel verabschiedet hat und seither auf die eigenen M1 und inzwischen auch M2-Prozessoren setzt, die ARM-basiert sind. Und das macht sich in der Entwicklung auch wieder bemerkbar oder hat sich in den vergangenen 2 Jahren zumindest bemerkbar gemacht, weil es einfach Software gibt, die noch nicht nativ oder wo es eine Weile gedauert hat, bis sie eben nativ für die ARM-Architektur von Apple zur Verfügung stand. Und das mag jetzt dank Rosetta 2-Emulation für die eher gängige Anwendungssoftware nicht so relevant sein, aber auch wieder für systemnahe Dinge war das doch eine ganze Weile teilweise ein größerer Blocker. Auch hier wieder zum Beispiel denke ich an Docker, aber bevor die Frage kommt, ja, Docker läuft inzwischen nativ auf M1 und M2. Das heißt, will man das Ganze mal zusammenfassen, dann könnte man sagen, dass es im Grunde genommen in weiten Teilen erstmal relativ egal sein dürfte, ob du mit Windows, Linux oder macOS arbeitest. Klar, wenn du wie gesagt eine Software hast, die nur unter einem der genannten Systeme läuft, dann stellt sich die Frage nach dem Betriebssystem gar nicht, aber wenn man von diesem Fall mal absieht, dann ist es am Ende des Tages vermutlich primär eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und das wiederum hängt eben stark davon ab, was einem wichtig ist. Will man ein weit verbreitetes System mit dem Fokus eher auf der grafischen Oberfläche und hat man kein persönliches Problem mit Microsoft, dann ist man mit Windows vermutlich ganz gut bedient. Will man eher in das System im Detail eingreifen können, will man verstehen, was unter der Haube passiert und entspricht freie Software vielleicht eher dem eigenen Weltbild, dann ist Linux vermutlich eine gute Wahl. Und will man den Kompromiss aus beidem, eine ansprechende grafische Oberfläche und trotzdem einen Unix-soiden Unterbau, dann ist macOS durchaus einen Blick wert. Wofür die ganze Frage am Ende aber völlig irrelevant sein dürfte, das ist die Frage nach der Produktivität. Das wird so häufig in den Fokus gerückt, aber der eigentliche Arbeitsalltag beim Entwickeln ist ja doch eher wenig aufregend
Man denkt viel nach, man schreibt gelegentlich Code, man führt ihn aus, testet, ob es funktioniert und iteriert dann. Das macht ja bei Entwicklerinnen und Entwicklern, sind wir mal ehrlich, abgesehen von Meetings, 80% der Zeit aus. Man kompiliert halt eben nicht ständig seinen Kernel neu. Man installiert auch nicht alle 5 Minuten Updates, die dann einen Neustart erfordern. Man kopiert auch nicht von morgens bis abends in einer Tour ständig Dateien per AirDrop und so weiter. Und daher dürfte es unterm Strich für die Produktivität ziemlich egal sein, mit welchem System man arbeitet, weil die meiste Arbeit von Entwicklerinnen und Entwicklern einfach im Kopf passiert. Das heißt nicht, dass es dir egal sein muss. Ich persönlich arbeite deutlich lieber mit macOS als mit Windows oder Linux, aber das ist einfach meine ganz persönliche, sehr subjektive Präferenz. Wirklich objektive Gründe, warum ich macOS jetzt besser finde als Windows oder als Linux, die finde ich kaum. Am ehesten würde ich anführen, dass mir die Hardware bei Apple einfach unglaublich gut gefällt, was übrigens in die Kategorie fällt, dass sich die Frage nach dem Betriebssystem dann eigentlich schon längst erledigt hat, dass macOS sehr viel stabiler und ruhiger läuft, als das Windows bei mir jemals getan hat und dass ich schlicht und ergreifend weder Zeit noch Lust habe, mich mit den Interna meines Betriebssystems im Detail zu befassen. Das System soll einfach laufen und ich möchte die Gewissheit haben, dass ich mehr oder weniger jede Hardware anschließen kann, ohne dass ich zum Beispiel Gefahr laufe, dass es irgendeinen Treiber nicht gibt, wie das unter Linux, zumindest früher, regelmäßig der Fall war. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das heute ist, aber es gibt halt zumindest für mich aktuell auch einfach keinen Grund, warum ich wechseln wollen würde. Mein Computer ist am Ende des Tages ein Arbeitsgerät und solange macOS mir ermöglicht, genau das zu tun, nämlich zu arbeiten, und zwar mit den Werkzeugen, mit denen ich arbeiten möchte, ohne dass es mir dabei im Weg rumsteht, bin ich persönlich eigentlich schon vollauf zufrieden. Und natürlich kann ich mich zurückerinnern an Zeiten, wo ich sehr, sehr lange und emotionale Diskussionen geführt habe, ob nun dieses oder jenes Betriebssystem besser sei, aber mal ganz ehrlich, du wirst nicht deshalb zu einer besseren Entwicklerin oder einem besseren Entwickler, weil du dich für das eine oder das andere Betriebssystem entscheidest. Am Ende des Tages liegt das ganz allein bei dir, dich weiterzubilden, zu lernen, zu experimentieren, zu üben und so weiter. Und da ist das Betriebssystem nur ein Mosaiksteinchen von vielen. Definier dich also nicht über dein Betriebssystem. Das ist, denke ich, letztlich eine gute Zusammenfassung. Das heißt aber nicht, dass es nicht ab und an einmal auch eine gute Idee wäre, über den Tellerrand zu schauen. Wenn du noch nie mit macOS zu tun hattest, schau es dir mal an. Schau dir mal Linux an, falls du damit noch nie Kontakt hattest. Oder guck dir mal, wie ich das jetzt seit einigen Wochen nebenher mache, mal wieder Windows an, wenn das bei dir schon eine Weile her ist. Und mit angucken meine ich nicht mal 5 Minuten darin herumklicken, sondern benutze es mal aktiv für ein paar Wochen, vielleicht mal für 2-3 Monate. Du musst es am Ende nicht mögen oder gar komplett umsteigen, aber wie gesagt, es erweitert den Horizont. Und das ist, denke ich, immer eine gute Sache. Tja, da würde mich nun interessieren, wie siehst du das? Was ist dein präferiertes Betriebssystem und natürlich vor allem warum? Nutzt du ein Betriebssystem, nutzt du mehrere? Wo liegen aus deiner Sicht die jeweiligen Vor- und die Nachteile, die Stärken, die Schwächen? Und was würdest du jemandem raten, die oder der dich fragt, was ist eigentlich das beste Betriebssystem für Entwicklerinnen und Entwickler? Schreib deine Meinung dazu gerne einmal in die Kommentare und wenn dir das Video heute gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Donnerstag und dann sehen wir uns nächste Woche am Montag wieder. Apropos nächste Woche am Mittwoch findet auch endlich wieder unser Livestream statt, nachdem der ja vor 3 Wochen leider ausfallen musste. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.